Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grandia 2. Beim letzten Mal, wie ihr gesehen haben werdet, obwohl ich mich da noch drauf vorbereiten muss, haben wir noch einmal die Rowl Hills besucht mit den Teufeln, die einen One-Shotten. Wunderbare Sache. Jetzt machen wir allerdings die Story weiter. Yay! Wie schrecklich. Warum müssen sie solche Dinge tun? Ist nicht das Nehmen der Leben genug? Müssen sie auch noch die Toten, sagen wir, verletzen, misshandeln, wie auch immer? Das ist eine Farce. Marek hat sein Leben nicht dafür gegeben. Ich werde sie töten. Ich werde sie alle töten. Ryodor, du darfst dein Herz nicht erlauben, sich mit Zorn zu füllen. Oder du wirst sein, wie dein Bruder war. Das Herz ist noch nicht gemeint für Zorn, aber für Leid. Selbst wenn wir sie zerstören wollen. Wir wissen immer noch nicht, wie man die Hörner von Valmar freisetzt. Wenn du den Kampf beitreten würdest, würdest du wahrscheinlich einfach nur besessen werden von Valmar. Ja, das wäre nicht so optimal, würde ich sagen. You miserable human beings! Witness the birth of your new god! This is the time of judgment! Das ist Valmar, ein fünfköpfiger Drache. Valmar hat mich gefunden. Es wäre sinnlos zu versuchen abzuhauen. Jetzt. In diesem Moment. Yep, yep, yep. Ein bisschen stockend, aber hey. Wo sollen wir hingehen? Nein, es gibt keine Flucht. Es muss einen Weg geben. Einen Weg, sie zu töten. Einen Weg, sie zu beerdigen. Beerdigen. Das ist es. Gräber. Wovon redest du da? Die royale Familie von Cyrum hat ein Mausoleum, welche nur diejenigen mit royalem Blut betreten dürfen. Und nur während Begräbnissen. Ich war dort für das Begräbnis meiner Mutter. Es mag sein, dass die Geschichte der Leute der Dunkelheit dort intakt ruht. Die Aufzeichnung der königlichen Familie, die gegen die auf Valmars Seite gekämpft hat. So rum. Wir könnten vielleicht etwas entdecken, was wir benutzen können. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das royale Mausoleum ist im Süden. Wir müssen uns beeilen. Oh, ist es dieses komische Ding da? Dieses kleine Häuschen, wo wir immer rein wollten und nicht rein durften. Ist es das? Yay. Und plötzlich geht auch diese Tür für uns auf. Schön. Wo sind die jetzt begraben? In den Uhren? Oder drückst du das Schalter? Ich hoffe mal, du drückst das Schalter. Das kann nicht sein. Die Schwüre wurden strikt befolgt. Es muss irgendetwas geben. Ja, eine geheime Tür nehme ich an. Ne? Tio. Ist irgendwas los? Übrigens, ab diesem Punkt im Spiel kenne ich mich im Prinzip gar nicht mehr aus. Das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Das ist schon schräg irgendwie. Ich sehe es. Dies ist der Eingang. Hä? Aber es gibt keinen Weg hinein. Nein, ist her, ohne Zweifel. Aber die Tür wird sich nicht öffnen.
den Eingang zu öffnen. Um den Eingang zu öffnen, benötigen wir ein Kontrollmedaillon, welches das System hochfährt. Ich weiß es. Ich hab die Medaille. Also gab es eine andere Tür, die in der Dunkelheit versiegelt wurde. Ah. Ah. Science. Dann werde ich die Tür öffnen. Die Welt geht unter und wir machen hier einen auf Tomb Raider. Dum, da, da, da. Die Tür ist offen. Alle, geht bitte raus. Okidoki. Und das Medaillon bleibt dann einfach mal da. Will nicht sagen, ist schlimm, ist nur... Jetzt ist das Medaillon nicht mehr so wichtig? Hä? Hä? Oh! 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 Ja, das musste ich jetzt erstmal realisieren. Wir haben das ganze Ding hochgehoben. Alles klar, alles klar. Geburtsort der Götter. Ja, das ist der vorletzte Dungeon. Soweit ich mich entsinnen kann. Aber das liegt auch daran, dass ich grundsätzlich einfach sagen würde, ja, jetzt kann halt nicht mehr viel kommen, ne? So. Ist ja gut, dann kämpfe ich halt gegen euch. Wie ihr ja wisst, bekommen wir jetzt doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Spezialmünzen. Also wir sind zumindest, was das angeht, ziemlich gut vorbereitet, würde ich mal behaupten. Todesdobermann. Na super. Und mittlerweile sind wir so weit im Spiel vorangeschritten, dass ich einfach die stärksten Moves von uns raushauen werde. Denn mal ehrlich... Was anderes lohnt sich schon fast gar nicht mehr. Und mit einer SP-Reduktion von 25% kann ich diese Technik ungefähr dreimal, glaube ich, einsetzen. Also mindestens... Ja, ich glaube dreimal, fast viermal. Wow, geben die wenig. Die geben echt wenig Münzen dafür, dass ich halt jetzt das schon verdopple. Also es ist langweilig, wenn man so möchte. Ich werde jetzt wahrscheinlich trotz allem Kämpfen teilweise ausweichen, weil es mir prinzipiell absolut nichts bringt. Aber halt nicht zwangsläufig allen, weil dann im Endeffekt wieder das Endergebnis rauskommt. Ich renne irgendwo rein und... Ja, werd überrascht. Und dann dauern die Kämpfe nur noch länger. Ist auch nicht immer so das, was wir wollen. Behaupte ich jetzt mal so. Ich meine, so dauert der Kampf jetzt auch wieder ein bisschen länger, aber halt nicht zu lange. Kommt auch immer drauf an, wann Ryudoman drankommt. Hier geht ein Million Volts. Das muss man vielleicht so dazu sagen. Je nachdem, wie lange Ryudo braucht, um ranzukommen. Gehen die Kämpfe mal schneller, mal langsamer. Wobei man auch dasselbe für Elena sagen könnte, je nachdem, wie schnell sie drankommt. Denn entweder können wir da sofort zu lang oder eben nicht. Böser Yeti, Mann. Einzige, was mich so ein bisschen negativ stimmt dabei, ist natürlich die Tatsache, dass wir durch das Mana Insignia Gedönse da, nee, wie hieß es? Ach, der Teil, mit dem ich jetzt meine Spezialtechnik dreimal machen kann, nicht mehr viermal normal angreifen kann. Also, hat alles so seine Vor- und Nachteile, würde ich mal behaupten. In dem Fall natürlich der Nachteil im normalen Kampf ein bisschen blöder dann. Aber da ich damit grob geschätzt 12.000
Schadenspunkte bei jedem Gegner abziehen kann, kann ich mitleben. Also ohne zwischendurch zu heilen. Ich habe noch ein paar Baobab-Früchte gekauft. Dementsprechend haben wir da jetzt schon an dieser Stelle deutlich weniger Probleme wahrscheinlich zu befürchten, als, naja, hier und da vorhanden wären. Also hier wäre der Ausgang, theoretisch. Zum Geburtsort der Götter 2. Naja. Was ist das denn? Blöde rumhampeln und dann wieder zurückgehen. Super Wächter hier habt ihr da, ne? Super Wächter. Okay, da wir wieder hier so einen Kampf haben, werde ich das Ganze ein bisschen anders machen müssen. Aber das klingt so, als könnte es sie umbringen. Ich hoffe mal. Seppe sie alle. Da da da. Da. Ist natürlich praktisch. Je weniger ich meine Spezialtechnik einsetzen muss, desto schneller kommen wir voran, obwohl ich den Gegner platt mache und bla 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 bla. Wir sind gut dabei. Und durch die Items in Rowell Hill. Jetzt natürlich leider nur die Accessoires, aber diese Items, die machen das Spiel nur noch umso leichter. Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass ich ein Item finde, mit dem ich dann unverletzbar werde oder sowas. Also, pff. Wir werden auf jeden Fall nochmal gut leveln, bis zum Ende des Spiels. Faszinierend ist das ja. Ich habe nur keine Ahnung, was hier abgeht. Oder was ich hier tue, wie auch immer. War das jetzt gut? Ah, scheinbar war das gut. Okay. Ich wollte schon sagen, was war das? War das gut? War das schlecht? Heldenkyras. Heldenkyras. Und Regena für unseren guten Ryudo. Sehr schön. Ja, also ihr merkt vielleicht, wir kriegen sehr, sehr gute Sachen hier. Deswegen verzeiht mir, wenn ich unter Umständen tatsächlich ein bisschen länger in diesem Dungeon rumrennen muss. Also ich kann es nochmal drücken, dann käme ich durch die andere Tür da wieder. Nur, dass das Ding ausgeht, was wir natürlich anhaben wollen hinterher, aber... Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was hier so ist. Ne, Moment. Nicht hier, sondern hier. Falsche Tür. Gut, dass ich das... okay. Da wäre rot. Alles klar. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich das jetzt natürlich nicht deaktiviert, um nachzugucken, aber naja, gut. Das ist ja typisch. Ihr kennt das ja in RPGs. Das passiert mir auch ständig. Man sucht nach bestimmten Gegenständen oder Orten oder Sachen und dann darf man doppelt und dreifach laufen. Ist immer doof. Er, der das Licht anbetet, soll die Wunder der blauen Erde, der roten Sonne und des gelben Mondes suchen und dann verteilen. Dennoch, er, der falsch das Licht anbetet und seine Macht missbraucht, soll nur die permanente Mitternacht kennen. Moment, bin ich hier wieder am Anfang? Ich bin wieder am Anfang? Okay. Cool. Dann war das also gerade der Weg, der mich zum Blauen führte. Okay. Also soll mir erstmal recht sein, ne? Weil ohne zu backtracken bin ich zum Anfang zurückgekommen, was für mich einfach wieder heißt, yippie-yay-yay. Sache ist einfach. Gut, bin ich jetzt im Kreis gelaufen, heißt für mich aber auch, ich
hab keine Zeit verschwendet. Das ist immer schön. Crackling. Skyrim Slash. Naja. Ich glaube, wir kommen da Max vergiftet weg, ist das, glaube ich. Oder Magiegeschwächt dran? Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, Move-Blocker. Ah. Reichlich unschön. Ich meine, sehr, sehr passend vom Gegner eingesetzt. Hut ab dafür, aber sehr unpraktisch jetzt gerade. Ja, schön, jetzt haben wir alle Move-Blocker. Gut, jetzt haben wir das auch geklärt. Schön, dass wir drüber reden durften. Jetzt ist jetzt die Frage, ob das die Gegner umbringen kann oder nicht. Und während wir hier Donner und Blitz beschwören in einer Untergrundruine, die der Geburtsort Götter sein sollen, ist Walmart da oben zugange und ja, hat so ein bisschen Spaß wach. Ist ja beruhigt. Red. Rot, ja, ja, rot. Wunderbar. Bra-ba-ba-bra. Okay, dann werde ich mal den Status aufheben gehen. Ich würde ja sonst nicht zurückrennen, wenn ich nicht wüsste, dass es sofort hier ist, aber naja. Status aufgehebt. Weiter geht's. Bin mal gespannt. Jetzt müssen wir also diese rote Tür mal öffnen. Irgendwie. Ich überhaupt richtig? Ja, so halb. Flammstein. Da unten war dann der Heldenküras, nehme ich an. So wie es aussieht, ist die Antwort darauf ja. Immer diese Uhr. Da habe ich früher mal gedacht, meine Zeit läuft aus. Und ich wüsste nicht mal wofür. Das war nicht immer ganz nett. Ja, hier haben wir rote Türen, in der Tat. Und da haben wir es wieder. Da versuche ich einmal auszuweichen. Ein einziges Mal. In diesem Video. Und genau das passiert da wieder. Ach, Hauptsache ihr kommt mir nicht mit Fjorda ran. Dann ist mir das echt egal. Habe ich meine Ruhe und kann euch mit einem Schlag weghauen. Ist gut. Wird vielleicht ein bisschen langweilig mittlerweile, das sich ständig anzusehen, aber kürzt die Kämpfe halt enorm ab. Tada! Und mir kann keiner erzählen, dass er nicht dasselbe tun würde. Oder man greift auf andere etwaige Todestechniken zurück. Also im Endeffekt, Gegner ist tot und gut ist. Gegner, bleibt Gegner. Hä? Ach, jetzt kann ich da schon runter? Weil ein Ding anders? Okay. Ist jetzt irgendwie für mich ein bisschen unerwartet, deswegen. Okay. Das ist ja schon mal schön und gut, aber heißt das, ich habe jetzt dann die große Schatztruhe da verpasst irgendwie? Oder hätte ich die noch gar nicht bekommen können? Das wird jetzt an mir nagen, deswegen werden wir in diesem Part nochmal eben schnell die andere Seite erkunden gehen. Was ich vor allen Dingen auch deswegen machen muss, weil ich beim letzten Mal hier durchrennen, also auf der anderen Seite hier tatsächlich, relativ zügig einfach an allem vorbeigerannt bin. Gucken wir mal. Ist nichts. Die Tür ist jetzt mittlerweile dann auch zu. Na gut.
Okay, ich habe doch keine Ahnung, wie das dann genau funktionieren wird. Wir werden uns also dann beim nächsten Mal im Geburtsort der Götter 2 wieder treffen, beziehungsweise am Aufzug. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.